Ja, der Aal ist ein sehr mysteriöser und auch ein sehr interessanter Fisch. Und vieles weiß man eben überhaupt noch nicht. Wir wissen zwar oder denken zu wissen, wo er etwa laicht, nämlich in der Sargassosee, ein Gebiet im Atlantik, was viermal so groß ist wie Europa. Aber wo genau in der Sargassosee, in welchen Tiefen, das ist uns bisher nicht bekannt. Man hat also noch keinen laichreifen Aal in der Sargassosee gefangen. Ålene fisker man fra 1. august til og med den 1. december. Der trækker de. Der er de jo vej til Sargassohavet, og så fanger vi dem, når de er på vandring. Fiskerne i EU fanger 3% af ålen. Det er alt. Jeg tænker også, at de har spist ål før min tid, men jeg har selv haft værtshuset her i 17 år. Så i den tid har jeg lavet sat ål. Altså på Sundhalle, der serverer vi hjemmelavet agurksalat og æblemos og peberrød og citron til. Det kommer ind på bordet i skål, og så tager gæsterne selv det, de skal have til på deres tallerken. Ålspisning er en gammel tradition. Langt tilbage, der var det jo husmandskost, fattigmandskost. Alle havde ål. Nu er det blevet en luksusspise. Ål er jo en luksusspise. Ja, det er det. Og det er lækkert. Oj, min jung. Det erste. Du er gar schon abgezogen für dich. Kriegst du so mit? Ne? Dadurch, dass der Aal natürlich hier gefangen wird und auch gegessen wird natürlich in Flensburg und in Restaurationen und drumherum, ist es natürlich auch wichtig, dass der Aal hier präsent ist in der Förde. Dadurch, dass natürlich darauf geachtet wird, dass der Aal hier bleibt und der Bestand eben fortwährend sich erholt und neu nachkommt, denke ich schon, dass es Leute gibt, Menschen gibt, die sich darum kümmern, dass der Aal hier wirklich bleibt in der Förde und dass aktiv dafür gearbeitet wird, dass er halt in der Förde ist. Der Aal laicht ja in der Sargassosee und dort schlüpfen dann die kleinen Jungen aus den Eiern, die sogenannten Weidenblattlarven, die dann mit der Golfströmung Richtung Europa verdriftet werden und dann circa nach 2 Jahren in Europa ankommen. Dort wandelt sich der Aal dann um zum Glasaal und dann fängt er an, die Fließgewässer aufzusteigen und wird dann zum sogenannten Steigaal, sucht sich dann den Lebensraum, in dem er die nächsten Jahre verbringen will und dort wächst er dann zum Gelbaal heran. Wird groß, wird laichreif und wandert irgendwann wieder ab. Nun hat er aber das Problem, dass die Fließgewässer verbaut sind und dass er dort nicht mehr hinkommt. Damit wir hier auch noch einen vernünftigen Aalbestand haben, schöpfen wir alle da ab, wo zu viele ankommen, nämlich mehr als dieser Lebensraum verkraften könnte. Da wäre die natürliche Mortalität viel höher, wenn man alle Aale in diesem Gewässer belässt. Das heißt, wir nehmen sie dort weg, setzen sie hier aus, wo natürlicherweise mittlerweile nicht mehr so viele Aale ankommen und lassen sich hier wachsen. Das ist eine Win-Win-Situation für alle, für den Fischer natürlich, weil er dann hier wieder einen Aalbestand hat, den er auch wirtschaftlich nutzen kann, aber eben auch für den Aal, weil eben auch eine große Menge von den Blankaalen wieder zurück zum Laichen in dieser Sargassosee wandern können. Ja, das ist ein Leitwehr, da schwimmt der Aal hin. Und schwimmt dann an Leitwehr, ist ein Bügel mit 3 Kammern, 3-Kammern-System. Und da schwimmt der Aal rein und drin im Kammern-System ist noch eine Schnausch. Da schwimmt er durch, aber kommt nicht wieder zurück. Und das ist ja unter Wasser, da können sie atmen, da können sie sich bewegen. Wir holen die hoch, das ist jetzt hier 1,20 Meter tief, da passiert nichts mit. Wenn er klein ist, wird er gleich reingekippt, schwimmt er wieder weg. Hier, das sind die Vorgestrecken, die was jetzt klein war und jetzt 2 Jahre optimal. Nachwuchs ist da, das ist schön. Den können wir mitnehmen. Der hat 45. Der wird nachher schön, nachher nicht, aber der kommt in Wasser jetzt rein und dann wird am Wochenende geräuchert. In den letzten Jahren ist das wesentlich mehr geworden. Mit Nein. Ja, ich fühle das drauf zurück. Erstmal, dass wir Besatz machen, ne? Darauf führe ich das zurück.
die Aale. Dass wir was tun, nicht nur mehr rausholen, auch was reinbringen im Wasser. Ich fische jetzt drei Jahre jetzt wieder Reusen. Die ganze Zeit habe ich keine Reusen gefischt, weil das sich nicht lohnte für mich. Das war so. Und das, jetzt fängt das wieder an, Spaß zu machen mit den Aalen. Dass man ein paar mehr fängt. Ne? Also wir sind ja hier direkt an der Förde, hier in Fahrensodde mit dem Restaurant Fördeblick. Gerade hier in der Förde ist ja auch, die Förde ist natürlich ein sehr gutes Aalrevier. Hat natürlich ein sehr gutes Nahrungsangebot, der Aal hier. Deswegen ist er auch qualitativ vom Geschmack her sehr gut. Das Fleisch ist sehr gut, sehr zart. Ich kaufe meinen Aal direkt vom Fischer. Also direkt hier aus der Nachbarschaft, weil ich eben da weiß, er ist eben absolut fangfrisch. Ich unterstütze auch unsere hiesigen Fischer hier in der Förde. Das ist für mich wichtig, gerade hier an der Förde mit frischem Fisch zu arbeiten. Bietet sich natürlich auch an und lieben auch unsere Gäste, meine Gäste. Und die Beilagen sind bei dem Aal für mich jedenfalls immer relativ unwichtig. Für mich steht der Fisch eigentlich da im Vordergrund. Und Aal ist eben so ein Fisch, der mit ganz einfachen Grundgewürzen, wie zum Beispiel nur Salz, bei mir jedenfalls verarbeitet wird, weil ich einfach diesen typischen Aalgeschmack möchte. Ich möchte nicht mit anderen Gewürzen arbeiten, wie vielleicht bei anderen Fischen, weil der Aal steht einfach im Geschmack und in der Konsistenz für sich schon der Fisch so. Und deswegen möchte ich ihn auch so belassen. Jamen, den henter vi en lokal fisker, som har sit røgeri, og det er lige herude ved havnen, hvor vi lige går over gaden, og så lægger forretningen. Der kommer så noget røget ål på, og så den der æggestand, som jeg lige har lavet. Og lidt purløg og lidt tomat. Ja, den er faktisk, det skal faktisk laves på rugbrød. Jeg laver den i hvert fald på rugbrød, jeg kender den ikke anderledes. Altså, nogen starter med lidt røget ål, men de fleste de nøjes med de stegte ål. Og så får man så opfyldning, når man er sådan halvvejs færdig. Og der er cirka 450-500 gram af de stegte ål, og så kommer der tilbehør til. Ja, så drikker man jo øl til, og så ål eller snaps. Og typisk så skal man have mere som en snaps, fordi ålen skal have noget at svømme i. For bundgangsfisken, der er ålen meget vigtig. Uden ålen, der stopper det. Så er fiskeriet færdig. Så tror jeg, nej, hvis almindelige mennesker ikke kan spise ål, så vil opbakningen til ålen, den vil forsvinde. For både almindelige mennesker og for forskerne, så er det vigtigt, at ål stadigvæk kan fanges. Der er blevet nogen flere ål de sidste år. Ja, det er det. Overalt i Danmark er det blevet flere. Og ålbestanden er så på vej op nu. Og så kommer der flere ål. Du kan ikke fiske de ål op, for de skal selv svømme ind i redskabet. Der er jo ikke noget, du sejler rundt for at fange. Det er nogen, der selv skal fange sig selv jo. Så derfor så er det jo et meget skånsomt fiskeri. Og det gode ved det, at alle de små, de kan jo sætte levende ud igen. Overlevelsesprocenten for fisken er 100% ifølge biologerne. Her kan I se en tegning af et bundgarn, hvordan fisken den svømmer ind. Og her i det område her forneden, der er der bund i, det er derfor det hedder bundgarn. Og nettet her, det stod ovenud af vandet, bundet til pælene. Et fornuftigt redskab, som ikke bruger energi enten at sejle det ud og placere det. Og røge ål, det er en kunst, og det tog mig lang tid at lære det. Det bedste ål, jeg kan få, det er røget ål på et stykke rugbrød med røræg ovenpå. Det er rigtig godt. Der Aal ist ein Fisch, der keine Grenzen kennt. Und hier in der Flensburger Förde besetzen aus diesem Grunde auch dänische und deutsche Fischer gemeinsam den Aal. Denn auch die Fischerei kennt hier keine Grenzen. Und wenn wir jetzt aufhören mit diesem Aalfang und mit dem Besatz, wird hier irgendwann der Aalbestand wieder einbrechen. Das wäre katastrophal für die Fischerei, aber auch für den Aalbestand hier in unseren Gewässern.